Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Hunter Call of the Wild. The Nature's Wild, the new map steht vor der Tür. Okay, vielleicht nicht direkt vor der Tür, im Garten mäßig, aber es dauert nicht mehr lange, bis die neue Map erscheint. Und gestern gab es einen neuen Livestream von Expansive Worlds auf YouTube, wo der liebe bärtige Jaxi bisschen in Neuseeland, Te Avaroa, unterwegs war. Und die Meinungen im Chat, die waren so ein bisschen geteilt. Einige haben gesagt das, einige haben gesagt Afrika 2.0 oder Australien oder was komplett anderes. Und aber seit dem gestrigen Livestream bin ich stark der Meinung, viele andere Leute auch, dass die neue Map Australien wird und nicht Afrika 2.0. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, ich freue mich über alles, außer wenn jetzt Rancho del Burrito 2.0 rauskommt, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht so freuen. Aber es gab einige Anspielungen, dass es beziehungsweise eine gewaltige Anspielung, dass es Australien sein wird, die ich euch gleich nennen werde. Lasst auf jeden Fall einen Like da auf das Video und eure Meinung über das Ganze. Aber wie gesagt, über ein Like würde ich mich freuen. Natürlich, ich versorge euch immer mit den neuen Infos, auch wenn es nur kleine Infos sind. Deswegen, ich wusste nicht, ob ich darüber ein Video machen soll. Aber jetzt habe ich meine Meinung doch nochmal irgendwie geändert, weil es eben diese heftige Anspielung gab. Und erstmal, was kommt in Australien vor? Da haben wir natürlich Koalas und Kängurus. Also ich würde es schon feiern, wenn Koalas sind zwar übertrieben süß, aber ich glaube, die sind sogar massiv aggressiv. Ich weiß es nicht. Also, die sehen auf jeden Fall süß aus. Was haben wir? Wombats, Mombats. Was ist Wombat? Hätte ich mich vorher informieren sollen, ich weiß. Aber ich würde sagen, Wombat ist so eine riesige Ratte. Schnabeltiere, Emus, ein schneller Laufvogel. Das Possum ist was anderes, als das hat mit dem Opossum nichts zu tun. Aber Possum, ja. Leute, keine Ahnung, irgendeine mutierte Ratte auch. Und ein Ameisenigel, sieht ein bisschen aus wie der Kiwi. Leider lebt der Kiwi nicht in Australien. Der kommt nur auf Neuseeland vor. Also in der freien Natur gibt es den nicht auf Australien. Und was haben wir für Landschaften in Australien? Wir haben natürlich bisschen Wald an den verschiedenen Küsten. Aber sonst ist das eher das Outback. Das Outback und das bedeutet Wüste. Jetzt nicht wie die Sahara-Wüste, aber flache Landschaften in Braun mit ein paar Büschen. Jetzt, ich habe mir mal Bilder auf Google angeguckt. Also es sind jetzt keine riesigen Kakteen oder so wie auf Rancho oder so große Büsche, sondern eher so kleine flache Büsche. Und natürlich gibt es auch Tiere, die bei uns heimisch sind, die auch in Australien leben, wie zum Beispiel das Wildschwein, der Dammhirsch oder auch der Rotfuchs. Und es wurde gesagt, dass der Great One, wahrscheinlich der nächste, so wie ich das verstanden habe, auf einer Nicht-DLC-Map, dass es den da auch geben wird. Wisst ihr? Und das bedeutet entweder Dammhirsch, Rotfuchs oder auch Wildschwein. Und ich weiß nicht, ich würde sagen, es kommt jetzt kein Geweihträger. Und wenn es zum Beispiel das Wildschwein in Australien auch geben wird, ich denke sogar, dass den neuen Great One, dass der auch auf Australien vorkommen wird, dann eben Rotfuchs, Dammhirsch oder Wildschwein. Aber wir haben schon drei Geweihträger und einen Nicht-Geweihträger, das ist der Schwarzbär. Und ich würde es, Dammhirsch würde ich feiern, Wildschwein würde ich aber auch, boah, Wildschwein wäre krass, so ein 450 Kilo Eber, wisst ihr, was ich meine? Und wie fing der Livestream gestern an? Der Livestream fing so an, dass alles kopfüber war. Also die Zuschauer, die haben das Bild verkehrt rum gesehen. Und viele haben das eben mit Australien in Verbindung gebracht und haben irgendwie reingeschrieben, Upside Down Australia und so. Und ich wusste nicht genau, was das zu bedeuten hat. Und da habe ich mal meinen Bruder gefragt. Und er meinte, ja, ganz klar, Down Under Australia. Und der liebe Jaxi hat rechts seinen Bildschirm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Fehler war. Das war am Anfang vom Livestream und das war am Ende vom Livestream. Und dass das Bild verkehrt rum war. Und man sagt eben Down Under Australia immer. Warum sagt man das? Weil auf dem Weltbild eben Australien ganz unten liegt. Und da meinte mein Bruder auch, dass das natürlich ein starkes Signal dafür ist. Und ja, das ist zweimal im Stream passiert. Erstmal am Anfang, wie gesagt, er hat rechts seinen Bildschirm mit dem, was wir sehen im Stream. Und deswegen, das war schon eine große Anspielung.
an Australien. Es kann natürlich sein, dass sie uns ein bisschen veräppeln, Leute, und dass es was ganz anderes wird. Aber viele Leute sind natürlich gehypt, weil es eben Australien noch nicht gibt. Und ob die jetzt den Move durchziehen würden und viele Leute auf Australien heiß machen und das dann plötzlich doch nicht aus Australien kommt, das würden manche Leute vielleicht nicht feiern. Und deswegen denke ich nicht, dass da plötzlich jetzt was ganz anderes kommt. Wie gesagt, Australien haben wir noch nicht. Und Lady Legend hat darüber auch ein Video gemacht und hat das eben angesprochen, auch mit dem Upside Down, und der ganze Chat dann irgendwie in der Mitte des Livestreams hat nur noch Australien, Australien geschrieben. Und das war eben die Sache. Ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Und im nächsten Livestream wird dann gesagt, welche die neue Map wird. Ich freue mich auf jeden Fall und halte euch auf den Laufenden. Der Magic. Der Magic erhält auf den Laufenden. Alles klar, Leute. Haut rein. Das war euer Magic Fruit hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.